Als ich ein Kind war, wurde eine Gruppe von Jungs im Dorfladen beim Klauen erwischt. Mein Vater war außer sich, als er davon erfuhr. Aber ich hab doch gar nichts gestohlen. Vielleicht, sagte er. Des Tigerpanzers 237. Und ich war dort. So bald alles vorbei. Müller! Sagen Sie mir, dass wir Nachschub kriegen. Und einen neuen Funker. Das wäre gelogen, Kerz. Ich lüge niemals, das wissen Sie. Das ist sehr anständig von Ihnen, Kommandant. Tja. Kommandanten können sich's eben im Gegensatz zu fahren nicht leisten, jeden Mist auszusprechen, der in den Sinn kommt, Schröder. Ja, Kommandant. Auf Ihre Position. Muss der dir eigentlich die ganze Zeit hinterherlaufen wie ein Streuner, und? Er ist noch ein Kind. Dann hast du mir bestimmt die Parteilinie erklärt. Ich habe ihn nur daran erinnert, wer wir sind, Kerz. Vertrauen unser Steck. Vertrauen auf Deutschland. Vertrauen auf uns. Kerz, los geht's! Warum sprengen wir nicht einfach die Brücke und halten die Amis auf der anderen Seite? Weil wir uns nicht zurückziehen. Wir rücken vor. Scheiß Feiglinge! Gemeinsam sind wir stärker, vergessen Sie das nicht. Anton 1, vorrücken und unsere Streitkräfte am Bahnhof unterstützen. Anton 1, rücken Sie umgehend zum Bahnhof vor. Befehl bestätigen, Hartmann. Ja, Kommandant. Anton 1 an Oberkommando gehen jetzt in Position. Anton 1 geht jetzt in Position. Alles klar. Aufbruch. Jawohl, Kommandant. Kerz, nach rechts. Wir müssen sie flankieren. Jawohl, Kommandant. Sie scheinen sich schnell zu nähern, Kommandant. Sie beide halten die Augen offen, damit uns das nicht auch passiert. Geladen und bereit! Amerikanische Infanterie vor Ort! Schröder, halt das MG-Feuer! Behalten Sie die Fenster da im Auge! Der Treffer!
Verbündeten! Sie sich gefälligst an. Ich hab's gleich. Station voraus. Alle Mann bereithalten. Sieht gut aus. Anton 1 an Oberkommando. Schienen sind frei von Feinden. Zur Hauptstraße, Kerz. Ja, Kommandant. Kein Durchschlag. Der macht keinen Mucks mehr. Direkt ins Ziel. Das war's. Die Panzer sind erledigt. Die hätten keine Chance gegen uns. Wir sind noch nicht fertig. Wir müssen alle amerikanischen Truppen ausschalten. Haben.
nicht. Was ist das? Keine Ahnung. Soll ich ihn in die Luft jagen, Kommandant? Was war das? Unsere Panzerung wird schwächer. Das Ziel ist erledigt. Sie den Mund.
Wir sind unter der Brücke. Machen wir einfach unsere Arbeit. Bericht. Hier werden wir uns nicht lange halten können. Jemand muss da raus, uns einen Weg suchen. Schicken Sie Hartmann. Wovon zur Hölle reden Sie da? Der Mann ist nicht in der Verfassung. Vertrauen Sie auf unsere Stärke. Das waren doch Ihre Worte, oder? Keine Schwäche, keine Sentimentalitäten. Oh, Herrgott, nochmal. Sie sind zu wichtig. Das können wir nicht riskieren. Und ich bediene das Geschütz. Dann mache ich das eben. Nein, Sie müssen fahren.
Aber Hartmann, der ist doch eh eingeschlagen. Austauschbar. Wollen Sie ihn wirklich da rausschicken? Hartmann! Ja? Steigen Sie aus dem Panzer. Suchen Sie uns da draußen einen Weg ins Freie. Ach Gott, nochmal, Müller, nein, der Mann ist nicht in der Verfassung! Bitte, Peter, ich kann wirklich... Raus aus dem Panzer, Hartmann. Ich möchte, dass Sie Ihre Pflicht tun. Und das gilt für jeden hier. Hartmann, wo ist der hin? Der desertiert. Das wissen Sie doch gar nicht. Ruhe! Hören Sie das? Bewegung auf 9 Uhr. Und auf 12 Uhr. Katz, bringen Sie uns raus hier. Wir können doch Hartmann nicht hier lassen. Thank you.
Dock. Bestätigt den Landung. 12 Uhr. Schade mit Raketenwerfer. Scheiße, die Panzerung gibt nach. Mich zu den Flugabwehrgeschützen durch. Du bist verrückt, Peter! Außerhalb des Panzers war die Welt unmittelbarer. Der Geruch und Blut und Tod. Ohne meine stählerne Hülle unterschied mich nichts von den Leichen in den Ruinen. Ich war keine gedankenlose, allmächtige Maschine, sondern
bin einfach nur ein verwundbarer Mann. Voller Fehler. Is someone there?
bin einfach dem Feuerwerk gefolgt. Sie sind getroffen, fahren aber noch. Kein Durchschlag. Er kann wieder los. Bestätigt der Treffer. Wo kommt das denn her? Los, Feuer! Kommen Sie voran, Kerz. Ich hab gleich! Wie haben Sie Stefan repariert? Ah, ich musste nur ein wenig basteln. Aber das Funkgerät ist hinüber. Großartig. Bringen Sie uns zur vorgeschobenen Basis. Wir haben noch was zu erledigen. Das ist die Basis. Was jetzt? Geben Sie mir Deckung, wenn möglich. Ich suche die Dokumente. Thank you.
Something?
means, pal. I'm still looking. Maybe it was... Go and see. Well, your guess is as good as mine. Here. No, I'm right. It was here. See what it was. Ich denke, das war's. Bringen Sie uns zur Kathedrale, Kurt. Was sind die Befehle, Kommandant? Schuss hat gesessen. Weiter Feuer!
legt sie los. Ich arbeite dran. Shermans, vorrücken und angreifen. Feindlicher Panzer! Herausfinden. Und sie reißen sich zusammen, Schröder. Oh mein Gott. Es geht alles den Bach runter. Mensch, Peter, was machen wir denn jetzt? Die große Verteidigung. Hier sollte sie doch sein. Wir sind allein. Bleiben Sie, wo Sie sind. Ich besorge uns ein intaktes Funkgerät. Sobald meine Männer in Sicherheit sein würden, würde ich Zeit haben, über alles nachzudenken, die Lage zu bewerten. Das redete ich mir jedenfalls ein. Damals habe ich meine eigenen Lügen nicht erkannt. Achtung! Alle mobilen Einsatzkräfte an der Kathedrale! Verteidigen Sie den Brückenkopf um jeden Preis! Lassen Sie niemanden vorbei! Die Kathedrale ist umgeben.
für Deutschland. Wir sind hier, um Deutschland zu verteidigen. Sind Sie verrückt? Ruhe! Alle! In Bewegung bleiben oder Deckung suchen! Das Ziel ist erledigt! Sind noch mehr. Durchhalten! Passen Sie auf, wo Sie hinfahren, Kurt. Tut mir leid, ziemlich holprig hier. Der macht keinen Luft mehr.
feindlicher Panzer! Die Panzerung hat gehalten! Schröder, nochmal! Volltreffer! Schirmenpanzer! Weiter feuern! Wie geht's, Stefan? Stefan, geht's gut. Vergewissert euch, dass noch alles funktioniert. Das hier ist noch nicht vorbei. Die werden sicher nochmal angreifen. Alle Mann auf ihre Positionen. Uns verraten? Die haben die Brücke gesprengt. Die wollen uns hier verrecken lassen. Das weißt du nicht, Kerz. Komm, wir müssen jetzt... Was? Stärke zeigen. Hä? Ärger doch. Sieh dich doch um, Peter. Gott steh uns bei. Alles, woran wir geglaubt haben. Alles, was wir dafür getan haben, ist es vorbei. Nein, Kerz. Komm, tu das nicht, Kerz. Das ist vorbei. Er war ein Verräter. Kerz! Kurz! Weiß der Weihfreund, aber ist desertiert. Gemeinsam sind wir stärker, richtig? Die Schwachen überleben nicht. Es waren doch ihre Worte, oder? Bei dir, sagen Sie es! War das nicht so?